Telefonseelsorge. Guten Abend. Guten Tag. Oh, ich dachte, ich wäre bei der Drogenberatung. Nee, hier ist das Sorgentelefon. Und ist es nicht irgendwie dasselbe vielleicht? Nein. Nein? Drogenberatung ist was anderes. Ach so, weil das hat auch ein bisschen mit Problemen zu tun. Ja, aber ich weiß nicht, Sie können es vielleicht... Können wir uns ja irgendwo drauf einigen? Sie können mir ja mal was erzählen, aber wenn Sie direkt Beratung. Nee, also direkte Beratung ist es eigentlich nicht. Hm. Also eigentlich wollte ich ja nur eins wissen und das war einfach so, ich wollte nur wissen, wie strafbar das ist mit Haschisch und so, aber das wissen Sie ja leider nicht. Aber es gibt noch ein Problem. Weiß ich leider nicht. Und zwar, es gibt ja die Droge Gummibärchen. Ja. Und das Problem ist, meine Freunde, die verkaufen das. Also die nehmen das. Und damit habe ich ein Problem, aber das sind meine Freunde halt, wissen Sie? Ja. Das sind meine Freunde, also sehr gute Freunde, und ich möchte die nicht aufgeben, aber ich kann die auch davon nicht überzeugen, dass sie aufhören sollen, Gummibärchen zu verticken. Tja. Ja, und ob Sie mir da vielleicht sagen könnten, was ich jetzt machen soll, weil das wollte ich auch bei der Drogenberatung. Das ist immer schwierig, nun, wenn die das nicht wollen, man kann es ja nicht grundsätzlich verbieten, ne? Ja, da haben Sie ja recht. Ich bin mit denen früher aufgewachsen in der Schule und so. Ja. Und wir sind schon so super Freunde. Mhm. Und mit denen ist auch alles klar, aber die kommen in falsche Kreise rein und wir haben das auch schon mit Schläge probiert und so. Ja, das nützt mal nichts. Nee, aber Sie wissen ja, wenn man sich anlabert und der andere schon wieder voll auf dem Gummibärchentrip ist. Ja. Wissen Sie? Ja. Ja, das ist schwierig. Ja, und ich weiß nicht, was ich da jetzt tun soll. Vielleicht doch mal gucken, ob Sie nicht direkt bei der Drogenberatung dann anrufen. Ja. Dass die Ihnen da weiterhelfen können. Und kennen Sie sich mit der Droge Colorado aus? Kennen Sie sich nicht, oder? Nee. Mit Drogen weiß ich leider nicht so viel Bescheid. Die von Haribo, die sind ja die schlimmsten. Hm. Ja, und das ist das Problem. Ja. Na gut, ich werde es dann bei der Drogenberatung nochmal probieren, okay? Ja. Ja, und ich bitte Sie darum, fangen Sie niemals mit sowas an, okay? Nee. Ich weiß nicht, wie alt Sie sind. Sie hören sich aber noch ziemlich jung an. Und ich kann Ihnen davon nur abraten, ja? Ich bin schon einen Tag älter. Aber naja, das heißt ja nicht... Nee, es gibt... Alter schützt vor Torheit. Nee, das stimmt. Also ich kenne auch ältere Leute. Also ich bin ja immer dabei, wenn die verkaufen, die Haribos und so. Ja. Und ich sehe das dann immer. Da sind auch wirklich 70-Jährige dabei und so. Ja. Und die schmeißen sich die Sachen so ohne Ende rein. Ja, und das kann schnell passieren, wissen Sie das? Ja, man kann schnell irgendwo von abhängen. Ja, man könnte ein Gummibärchen ins Getränk kriegen oder so und dann kann man davon abhängig werden. Ja. Ja, das geht ganz schnell los. Da müssen Sie echt aufpassen. Jo. Und wenn Sie schon älter sind, versuchen Sie Ihren Kindern davon abzuraten, weil wir wohnen hier echt auf dem Dorf und da ist das auch schon so schlimm. Ja, also das, sag ich, macht bald vor nirgendwo mehr. Nee, das stimmt. Schutz. Ja, das stimmt. Deswegen sollten wir auch die NPD wählen, damit die den Scheiß mal endlich von der Straße kriegen, weil meistens sind das eh nur die Ausländer. Ja. Die Scheiße bauen. Hm. Ja, ist meine Meinung oder sind Sie nicht der Meinung? Naja, durch die Ausländer kommt einiges rein, was nicht so gut ist. Ja, und die verkaufen den Mist ja auch. Die machen hier nur Scheiße, oder nicht? Zuhälterei, ja. Waffendealerei und so. Wo kommen wir denn da hin? Meine Kollegen sind da auch durch diese Türken reingekommen. Ja. Ja, das ist Scheiße. Das ist nicht gut. Nee, und nee. Ehrlich, NPD muss gewählt werden und die Ausländer müssen endlich raus hier in ihr Land, weil die können nicht hier einfach missbauen, unsere ganze Wirtschaft in Arsch machen für nichts. Das geht einfach nicht. Nee, das ist nicht gut. Nee. Nee. Okay, ich bedanke mich bei Ihnen dann, ne? Bitte. Okay, tschüss. Und NPD-Firma, tschüss.